gegen die Garde des Königs aufs Schwerste zu bestrafen. Jeder Bewohner von Korinis, So, ich bin immer noch ratlos, was ich machen soll. Ach, ich wollte raus und mich vom Ork verhauen lassen, damit ich mich noch besser fühle. Ach Gott. Oh. Hey, hey, nicht so schnell. Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Ja, natürlich mit mich. Aber auch nur, damit er ein bisschen kälter wird. Nein, natürlich mit mich. Hi, Timon. Und übrigens, ich habe den Chat von Rio immer so ein bisschen auf meinem Laptop im Auge gesehen. Ich habe da schon alles mitgelesen. Ja, ja. Wo komme ich? Der sieht doch, wie ich aus dem Tor laufe. Wo soll ich denn sonst herkommen? Aus der Stadt. So, so. Was streifst du dann hier draußen vor der schützenden Stadtmauer herum? Und übrigens, jetzt ohne Abstürze, ich habe den Fehler gefunden nach dem ein oder anderen rumprobieren. Gut, bisschen googeln hat geholfen. Ich musste den Cash oder den Cash in der Inni. Oh nee. Schon wieder eins von diesen Biestern. In der Inni musste ich erhöhen. Ja. Hilf. Was? Stadtwache? Überrascht. Ich habe Mist viel weniger. Überragende Stadtwache steht daneben und sieht zu, wie ich umgenatzt werde. Und ich habe bestimmt jetzt ungefähr... Ah doch, ich habe gerade eben gespeichert und Glück gehabt. Puh! Darauf mal einen Schluck. Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Eieiei. Ich habe das an eigenen Augen gesehen hätte. Ach... Habe ich irgendwas, was ich werfen kann? Oh. Kluges Kerlchen. Keine Feuerpfeile mehr. Hey, hey. Ruhe. Aus der Stadt. Hab ich gerade eben schon mal gesagt. Ach, den könnte ich jetzt, glaube ich, anheuern für ein bisschen Geld. Aber mein Kontostand ist ziemlich niedrig. Das heißt, ich kann da nichts lernen. Nichts ausgeben. Puh. Aber. Ich habe echt nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass das so. Unglaublich schwer war. Sie sind alle böse zu mir. Dann bleibe ich mal im Sumpf, hier im Graben. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich hab's irgendwie gar nicht mehr drauf. Ich raste gerade null. Ich konnte es früher richtig gut immer so schön links, rechts abwechseln, die Leute auf Abstand halten, aber ich bekomme gerade null hin. Irgendwie hänge ich auch gerade so ein bisschen im Kopf. Ich hab... Aber wobei, es ist ja glaube ich schon mit Dings, mit Nacht des Raben ein bisschen... knackiger geworden, aber jetzt auch nicht wirklich so schwer. Das heißt, das, was ich hier gerade mache, ist einfach nur peinlich. Das höre ich zum ersten Mal. Ich weiß. Ich höre das auch zum ersten Mal, dass es ziemlich peinlich ist. Aber ich habe es ja aber auch geschafft, mich innerhalb von den ersten 10 Minuten hier komplett von den allen Leuten hassen zu lassen. Deswegen, aber hier draußen waren noch ein paar Gegner, die ich umhauen kann. Vielleicht kriege ich dann noch ein bisschen Erfahrung. Kann damit vielleicht was anfangen. Oh Gott, aber die Waffe ist auch scheiße. Aber meine andere Waffe wurde mir auch nur geklaut. Weil ich mich so clever angestellt habe. Ja, aber durch die zusätzliche Grasbüschel überall sieht man echt die Goblins so schlecht. Oh Mann, komm her. Der kriegt...
Ich bin reich. Ich habe 2 Gold. Mittlerweile wieder. Yay! Ja, das stimmt. Ah, das ist ein guter Tipp. Das mache ich jetzt gleich. Aber. Oh, das ist echt ein cooler Smiley. Ist das ein Pirat? Er hat so ein Bart, ne? So ein Räuberbart. Oh, ich will vielleicht nicht beide. Na, ich will beide. Easy. Irgendwie kommt mir das alles so ein bisschen komisch vor. Wenn ich da schlagen will. Ey. Dieses Wolfsmesser ist auch ein richtiger Scheiß, ne? Mache ich. Aber ich habe ja kein Geld. Ich habe kein Geld, damit kann ich mir auch keine Schlafruhe. Ich kann nichts. Die Jungs auf dem Bauernhof hauen mir auch nicht mal aufs Maul, aber ich habe ja eh kein Geld. Oder? Hauen die mir noch aufs Maul? Ich glaube schon. Ich kann ja mal Hallo sagen. Ja, ich habe es geschafft, all mein Geld zu verlieren in den ersten paar Minuten. Und ich habe vergessen, die Wölfe zu looten. Ich bin heute irgendwie ein bisschen Brain AFK. Das hat mich zu arg verwirrt, dass es am Anfang so abgestürzt ist. Das stimmt, über die Mauer kleiner ist gar nicht machen. Ich habe vorhin schon Parkour Sind die Leichen jetzt weg? Was, einen kostenlosen gab es auch irgendwo? Ich habe den Vergessenszauber von Ignaz übrigens schon verballert, ohne dass es was gebracht hat. Bin ich jetzt dumm? Hier waren noch irgendwo die Dings. Doch, Mauerklettern kriege ich hin. Pass auf. Das kriege ich hin. Wenn nicht, dann mache ich. Dann deinstalliere ich und gehe. Aber sag mal, ach egal. Lass mal liegen. Ich brauche Geld nicht. Ich bin reich. Über Mauerklettern mache ich, kriege ich hin. Und übrigens habe ich jetzt die 10 Minuten Speicherregel sogar mit drin, weil jetzt stürzt es auch nicht mehr ab. So, vielleicht heile ich mich aber davon noch ein bisschen. Das hat keiner gesagt, in welcher Zeit ich es hinbekomme. Junge. Geht das nicht mehr? Kann ich hier von hier nicht mehr hin? Doch. Oh, es war falsch, ne? Scheiße. Überragend. Das freut mich. Das macht mir Spaß. Na? Oh, das war doch falsch hier, ne? Ich bin übrigens Anwärter auf den Darwin Award. Den habe ich mir aber auch verdient. Ach, macht das Spaß, wa?
Ich liebe es. Ach je. Ich mach mich heute echt. Also, ja. Aber es ist schön. Ich bin noch zur Unterhaltung da. Aber ich unterhalte mich auch selber damit, ja. Aber berechtigt. Berechtigte Lachflash. Ja. Ich glaube, es war gar nicht da, ne? Ich habe mir das schon gedacht. Das ist eine schlimme Sache. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Das ist doch alles nur geredet. Ist ja auch schon eine Weile, ich finde es ja gut, dass ich mich nicht mehr an alles erinnere, aber es ist ja schon eine Weile her, dass ich Gothic 1 und 2 gespielt habe. Beziehungsweise 1 ist nicht so lang her, aber 2. Ich konnte das alles auch mal. Man mag es mir kaum glauben, aber ich konnte das tatsächlich mal. Muss man. Dankeschön. War das jetzt ein. Das war jetzt ein Beileids-Follow. Gehe ich davon aus. Ach, hinter das Lager auf die zerbröckelte Innenschallmauer und dann die Mauer des Lagers versuchen zu springen. Ja. Habe ich nicht gelesen, weil ich vor lauter Dummheit. Okay. Ich hab's vor lauter Dummheit nicht gesehen. Mach ich. Ich probier's jetzt. Keine Frage. Der Mitleids-Follow. Dankeschön. Versuch Nummer 1. Oh. What? Ich erinnere mich, dass ich auch mal das darauf geschafft. Ja, komm. Ich glaube, in der Zeit habe ich übrigens, ihr habt es vorhin nicht mitgekriegt, ich habe mir Geld geliehen von dem Geldleier, wo ich vergessen habe, wie er heißt. Dann habe ich das Geld ausgegeben, um meine Schulden abzuzahlen. Dann gehe ich zu Laris, der sagt, ich soll mir vom Geldleier Geld leihen. Dann leihe ich mir nochmal Geld und er gibt mir einfach nichts. Mit Anlauf, ja, ja, mache ich ja, keine Sorge. Und runtergerutscht. Hashtag Mechanics. So, in der Zeit könnte er noch irgendwie was anders machen. Ja. Mit Schreien, das ist ein bisschen wie bei Tennis. Mit mehr Schreien geht's besser. Easy. Beim ersten Mal. Einfach beim ersten Mal. Direkt, ja. Da habe ich mir die 14 Fackeln auch richtig verdient. An die darf ich, glaube ich, nicht, ne? Dankeschön. Dankeschön. Ich bin auch sehr stolz auf mich. Ich habe es nicht erwartet, dass ich es schaffe. Oh, die sieht aber schick aus. Nee. Ich gebe schon zu, dass ich nichts kann. Oh. Ich möchte aber nicht die Lederrüstung anziehen. Ich möchte die Bürgerrüstung anziehen. Die sieht besser aus. Was haben wir denn?
Mama, oh, schick. Hm? Was haben wir noch? Nö. Und das sieht... Hat er sich in die... Also, der hatte doch ein bisschen... Sagen wir mal, einen Unfall. Da an der Hose. Okay, ich zieh doch lieber die Lederrüstung an. Das ist aber eigentlich auf... Na ja gut. Ist das jetzt Bug... Bug-using, Glitch-using, oder... ja, aber die hässlichste Rüstung ist ja immer noch die Minecrawler-Plattenrüstung. Die geht, die toppt ja gar nichts. Was kann ich bei dir bekommen? Ich muss. Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Ein bisschen an Geld kommen. Das ist ein Feature. Ah, die Bugs sind ein Feature. Ja, für. Hä? Hä? Warum? Hä? Ach so, alle fünf haben zusammen 18 Gold. Ich würde sagen, das ist auch ein Bug. Oder ist das auch ein Feature? Ach so, ja, okay, das stimmt. Mit Zeitwärts laufen am Dings vorbei, buggen, das wäre. Wenn ich dem jetzt. Okay, da kann ich jetzt einzeln verkaufen. Also schön, die Rüstung alle auf einmal verkauft, weil ich hab's ja. Ich brauch das Geld nicht. Ich bin etwas traurig. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Oh ja. Heute läuft das richtig gut. Es wird Zeit, dass ich hier mal ein bisschen irgendwas krieg. Ja, auch den Typ davon kann ich noch anschwärzen, dann haut er mich bestimmt um und mein Geld ist wieder weg. Ja, ich habe ich schon, ich bin den Rio immer sehr dankbar, wenn er Leute rüberschickt. Erstmal schön Nudeln essen. Rio, oh je, jetzt werde ich invaded. Werde ich jetzt invaded? Oh ne. Oh, er haust mich hin. Holy fuck, jetzt bin ich aber nervös. Ich kann nicht, wenn ihr zuguckt. Ich kann doch nicht, wenn ihr zuguckt. Jetzt vor lauter Aufregung habe ich vergessen, was der Typ mir erzählt hat. Ich werde. Ja, aber ihr habt ja zum Glück habt ihr meinen Darwin Award schon gar nicht gesehen. Zumindest du nicht, Rio, hoffe ich. Als ich mich graziös von der Mauer fallen ließ. Habe ich vergessen, was ich machen wollte. Sagt mal irgendjemand, was ich machen soll. Ich habe nicht so viel zu tun. Ja, ich hab's gesehen, im Augenwinkel habe ich zugeguckt. Auf meinem Laptop. Jeder hat sich ab sofort in den Fertigkeiten des Kampfes zu üben und sich angemessen zu bewaffnen. Ist das dann Rio Army oder Rio Horde? Ich glaube, ich hole mir die Ork-Axt, wobei die mich da draußen wahrscheinlich richtig hart zerlegen werden. Ich sehe schon wieder einen Darwin Award incoming. Achtung. Jetzt knallt's. Oh, hi. Was machst du hier? Der wundert sich auch nicht, dass ich direkt vor ihm runterfalle. Und sorge dafür, dass sie ein bisschen beweglicher werden. Kannst du mich trainieren? Der macht mir den morgens immer Yoga. Ich trainiere nur die Männer, die im Dienste des Königs stehen. Niemand sonst. Aber gute Leute können wir immer gebrauchen. Also, wenn du der Miliz beitreten willst... Nee, habe ich eigentlich immer noch nicht vor. Also, aber was lernen? Kannst du mich trainieren? Nein, ich trainiere nur die Männer, die im Dienste des Königs stehen. Niemand sonst. Aber gute Leute können wir immer gebrauchen.
Also, wenn du der Miliz beitreten willst, sprich mit Lord André. Hat er mir jetzt zweimal das gleiche auf zwei verschiedene Fragen erzählt? Finde ich okay. Wollen wir schon mal machen. Ja, sag mal irgendjemand, was ich machen soll. Ich sterb primär. Im Moment. So. Ich hab Wurst. Er arbeitet auch den. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Joa leveln, alles klar. Ich geh mal raus grinden. Mit meinen unglaublichen Mechanics. Darf ich da? Nö, ich darf nicht speichern. Keine 5 Minuten rum. Jetzt haltet euch fest. Jetzt geht's los. Mechanics. Ja. Das will ich machen. Wenn das Ganze nicht schon mal tödlich für den Jungen geendet ist und dann musste ich das Ding leider abbrechen. Oh! Abgestaubt! Ich sehe nix. Ein Mistvieh wenigstens. Naja, wenigstens ein. Ja! Hey, hey! Nicht so schnell! Aus der Stadt. So, so. Der Junge zeigt mir, wie es geht. Mach ich mit. Gern. Ja, ich habe ein bisschen gesucht und ich musste dann den zugesicherten Arbeitsspeicher einfach erhöhen. Obwohl, es gibt in der INI 2 verschiedene Einträge und ich habe den einen halt auf 16 GB gestellt und der andere habe ich irgendwie übersehen. Und das war den ich noch einstellen musste und mit dem auf 16 GB stützt es nicht mehr ab. Es war einfach echt ein Arbeitsspeicherproblem. Weil Piranha Bytes so gut ist. Beziehungsweise es steht dann so schön in der INI, wenn sie mehr als 512 Megabyte Arbeitsspeicher besitzen, können sie diesen Wert erhöhen. Ja, habe ich dann gemacht. Ich habe schon gedacht, ich muss so wieder Rage quitten. Och je. Ja, aber apropos Leveln. Ich will ja eigentlich Magier werden. Oder hat da jemand das gegen? Dann mache ich was anderes. Ich habe 15 Lernpunkte, mit denen kann ich... Ich habe 2 Hände gelernt, weil ich clever bin. Hallo, danke fürs Followen. Gags, sage ich jetzt mal. Gags. Der Junge ist vorhin an einem Schattenläufer verstorben. Breffi. Das hört sich an wie Hund, Fifi. Okay. Mit Laris würde ich jetzt gern zu den Söldnern gehen, aber der will noch diese mit den Vermissten. Und da ich vorhin einfach alles mal angequatscht habe und wild durch die Gegend gestolpert bin. Bis dann. Tschüss. Dump. Ich habe was anderes gehört. Ach komm, ich rede noch mit den restlichen. Oh. Komm, ich rede noch mit den restlichen Leuten, die da sind. Warum hämmerst du? Ich versuche schon seit Tagen verzweifelt, mein Haus wieder dicht zu kriegen. Während der letzten Regenfälle ist das ganze Gebälk völlig morsch geworden. Bald wird hier alles zusammenbrechen. Alles wird zusammenbrechen. Ist das wirklich wahr? Das habe ich schon immer gesagt. Schlimme Zeiten sind das. Man weiß gar nicht mehr, wie man noch... Genau, den sollte ich jetzt... Ich will eine andere Waffe. Dieses Kackmesser da. Junge, das Gehämmer von diesem Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum.
Ich könnte mich. Ich sollte mal nicht zu viel versprechen. Bis jetzt habe ich mich um relativ wenig gekümmert. Sag du es mir. Ach, so sieht's aus. Na gut. Wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Aber eins sage ich dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Junge, Junge, Junge. Ich nenne dich jetzt einfach mal Timmy oder King. King ist halt schon cool. Aber auch Dankeschön. Die Rio Army ist doch gelandet. Wenn ich ihn verprügle, bekomme ich doch Ärger mit der Miliz. Hier im Hafenviertel kümmert sich keiner um Schlägereien. Das, wenn du hier was klaust oder dich an den war vorhin auch anders. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran. Ich zahle dir 25 Goldmünzen. Er zahlt mir 25 Goldmünzen. Ich lasse mich von dem Jungen verhauen. Der zieht mir 94 aus den Taschen. Und dann habe ich nichts gewonnen. Aber eine Frage an euch. Ist es Bug-Using, wenn ich es so machen würde, mein Geld hier ablegen, dann gegen ihn kämpfen und wenn ich verliere, kann er mir ja nichts wegnehmen. Aber nee, mache ich nicht. Das ist ein bisschen lame. Aber eigentlich will ich auch nicht gegen den kämpfen, weil er mich sowieso rumlässt, oder? Er guckt dir mal das an. Er hat ein Riesenschwert. Ich habe was anderes gehört. Aber wie gefährlich der aussieht. Wie der gefährlich daneben hämmert. Guck mal, der kann die Luft hauen, es macht einen Ton, so stark ist der. Nicht, wenn ich mit den Fäusten kämpfe. Ich hab was anderes gehört. Das habe ich nämlich gleich am Anfang ja gemacht. Mit den Fäusten gekämpft. Das habe ich schon gesehen. Nee, ich würde echt gerne mit Laris da losgehen. Aber kann ich ja nicht, glaube ich. Hey. Lass ihn nicht zum Schlag. Okay, ich lasse ihn nicht zum Schlag kommen. Er hat übrigens, ich habe ja Zweihänder geskillt, weil ich der Meinung war, ich werde jetzt großer Spitzhackenkrieger. Er besitzt jetzt meine Spitzhacke, ne? Weil er hat mich gefragt, kann ich die haben? Ich sag, kein Problem, brauche ich sowieso nicht mehr. Er hat auf die falschen Leute gehört. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Der muss die Arbeit ja machen. Das ist zu weit entfernt. Was denn? Er hier. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Kannst du auch mal aufhören zu hämmern? Nein, ich muss das hier fertig machen. Irgendwer muss die Arbeit. Ich mach dich fertig! Hör einfach auf zu hämmern, okay? Geh mir doch einfach nicht auf den Sack, okay? Ich finde sein. Er kontert halt gut, ne? Hör auf zu hämmern. Oder ich brech dir alle Knochen. Aber. Lass es lieber bleiben, sonst hämmer ich mal ein bisschen auf dir rum. Das wirst du. Oh! I can do it! Ich hab was. Ha. Hau drauf! Nicht schlecht. Kein Rage Quit diesmal. Kann das jetzt was? Das ist schön. Ihr müsst mich immer fertig machen, bevor ich irgendwas anfange. Weil dann schaffe ich es eventuell.